Ein So Titanic-Wissenschaftler. beginnen die besten Gags. Ein Geben Milliardär, in eine Blechdose. Männer unter sich mal. Ja. Boah, das mir hinlegen, weil ich gerade nicht schlau. Ich bin ein bisschen aus der Stimmung raus. Du bist ramdös. Ich bin ramdös. Das liegt an dem Muschibubu-Licht hier drin. Okay, bin wieder witzig. Jetzt können wir loslegen. Richtiger Gag. Schön, dass du da bist. Ja. Mal, ich habe meine zwei liebsten Sachen hier. Dich und ein Longboard. Ja. Also, der Brennpunkt, wie ihr meine Stimme vernimmt, er fährt wieder den berühmten Rechtsruck. Ja. Ja. Viele Zentimeter nach rechts rücken wir. Entgegen dem Willen vom Herbert Grönemeyer. So wie die Wagner Group. Die, aber wo die genau hinrückt, ist irgendwie unklar. Ja, also ich muss dazu sagen, mein letzter Status-Upgrade war gestern Abend. Ich habe heute nicht nochmal reingeguckt. Ich war das Wochenende sehr viel Feieritis und deshalb habe ich immer so von 4 bis 12 Uhr gepennt. Ich habe übrigens sehr wenig geschlafen, ich bin fürchterlich müde und ich bin auch ein bisschen Tino, krank. Ja. Tino-Cosplay, ja, ich verstehe schon. Nee, ist schön, dass du da bist, jetzt endlich mal hier unter uns, weißt du, und nicht mal im In Discord. In dem Sinne ein herzliches Willkommen von... Saufen. Von? Tingo? Der... Daten, Autobahn. Autobahn. Ja, also ich hoffe, der Sturm in den letzten Tagen hat die Datenautobahn nicht so sehr beschädigt wie die Gleisanlagen. Denn die haben es mir fast unmöglich gemacht, hierher zu kommen. Ich habe in letzter Sekunde meine Mitfahrgelegenheit bekommen. Okay. Weil die Bahn war so, Zug kommt pünktlich, obwohl der Zug vor 10 Minuten hätte kommen sollen. Und dann, wer redet denn von Zug? Also der stand dran und dann stand er nicht mehr dran. Da gab es nicht mal so eine Absage, ja, so ein, wegen kommt so ein nicht. Trick, ja, das ist Gaslighting. Hm. Der stand der war doch dran. Da. Der Zug so. War doch da. Du bist ja nicht eingestiegen. So war das wahrscheinlich. Ja. Also wir fangen mit dem Irrelevantesten an. Letzte Woche war Sturm. Letzte Wie Woche hast war du Sturm. Den Sturm erlebt? Volkssturm. Der war auch ein bisschen overhyped. Es hieß hier irgendwie Tornados in Deutschland und dann hat es irgendwie so ein bisschen gedroppelt und ja. Warst du da schon in Weimar? Nee. Nee, nee. Weil hier war wirklich ganz gar nichts. Ach so. Also es hat geregnet, aber ja. Also ich habe kein Lüftchen gemerkt. Ich hatte nachts so einen relativ starken Regen in Dortmund. War ganz witzig, weil ich dachte, jetzt kann ich lüften, jetzt kann die Stadt nicht mehr so krass stinken, aber es war, war ein Fehler. Also ich weiß nicht, wie das möglich ist, dass nach so einem krassen Regen durchs Fenster ein Aufmaß riecht halt wie immer noch nach Müll und Pisse. Aber es scheint irgendwie zu klappen. Das ist die Dusche. Ach so, da kam gerade seltsame knisternde Geräusche und ich dachte, ist das ein Elektro, wie sagt man, Elektrofeuer? Elektrofunkeln. Elektrofunkeln. Knistern. Nee, es ist tatsächlich ein tatsächliches Feuer, was okay. ich gelegt habe. Gut, also schön, dass du da bist, wollte ich sagen. Sturm ist nicht so relevant. Tino ist übrigens auf irgendeinem Kurs oder so ein Scheiß. Und deswegen bist du jetzt hier und das ist schön. Ja, also die Ereignisse haben wir Breakdance getanzt letzte Woche. Wir arbeiten uns hoch von irrelevant nach relevant. Wie hast du denn die Nintendo Direct erlebt? Die habe ich gar nicht erlebt. War die? Also die war. Du wirst dich wundern. Okay, warte. Ach, warte, ja klar, RPG, Mario RPG, habe ich das am Rande mitbekommen. Wenn ich sage Wonder, ist das Erste, was einem im Kontext der direkt einfallen sollte, das Mario RPG, korrekt. Mhm. Und wie hat es dir gefallen? Gut, ich finde es gut, dass jetzt nach Dr. Mario, 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 Mario und Mario jetzt endlich mal ein RPG Mario. Aber ist nicht Paper Mario schon RPG gewesen? Ja, und das ist ja quasi, das setzt ja an auf Super Mario RPG für Super Nintendo. Keine Ahnung. Soweit ich weiß, ist das ja ein Remake. Okay. Ich weiß es nicht. Du hast dich ganz schlecht wieder vorbereitet. Ja. RPG ist das, was die Leute nutzen, um die Hubschrauber vom Himmel zu schießen. Ja, kommen wir noch zu. Ach so. Kommen wir noch zu. Ja, was ist noch passiert? Wundervolles auf der Direct? Ja, Super Mario Bros. Wonder. Okay. Ja, so habe ich auch geguckt. Willst du den Trailer nochmal schnell reindrehen? Guck dir schnell den Trailer an. Also die Frage, die hinsichtlich Mario... 2D-Marios im Raumstand ist, wozu brauchen wir noch 2D-Marios, wenn man jedes Level in Super Mario Maker auch jetzt erstellen kann? Mhm. Und alle haben gedacht, okay, nach New Super Mario Bros., New Super Mario Bros. Wii, New Super Mario Bros. U und New Super Mario Bros. 2, die Reihenfolge ist nicht ganz korrekt, ist jetzt endlich mal Schluss, weil die Menschen können ja jetzt alles bauen in Super Mario Maker. Aber ja. Falsch gedacht. Guck doch mal, wie schön das aussieht hier. Wir schnappen uns Super Mario und geben dem ein bisschen LSD. Und was rauskommt, ist Mario Wonder. Robin schaut sich gerade den Trailer an. Also man wird, glaube ich, ganze Zeit von irgendwelchen Pflanzen angehubt, die einen dann irgendwie voll quatschen. Mhm. Und was man auf jeden Fall positiv hervorheben muss, Mario scheint diesmal ein bisschen mühevoller animiert zu sein. Das ist doch schon mal schön.
Also, und jetzt kommt hier so eine komische Szene. Jetzt schnappt er sich eine blaue Blume und plötzlich ist er in Super-LSD-Land. Also ich bin mal gespannt, also vielleicht hat das auch irgendwas mit der Legalisierung zu tun, dass die jetzt sich dachten, okay, wir bringen mal so ein Teil raus. Ja. Und das Geile ist, diese Lilan-Dinger, die er anzeigt, die werden hier mit Nachkommastelle berechnet. Also da hat man sich mal getraut, was bei diesem Mario. Aber ich denke, die Verkaufszahlen sind eh egal, weil die Bist du haben. da etwas zynisch, was das hier alles angeht? Guck doch mal, wie schön die Grafik ist hier und Findest du alles. echt? Nee, keine Ahnung, aber ich mag das ja alles nicht. Okay, weil Also ich. grafisch, das sind alles natürlich ganz tolle Spiele, aber Mich das. hat das halt einfach nur verwundert zurückgelassen. Sollte es ja wundern, ist klar. Wobei, was heißt denn verwundert? Da ist nicht verwundert. MCM schreibt einfach, bist du. Nein, ich bin nicht. Das ist eine hochphilosophische Frage gerade einfach. Ja, ich glaube, wir unterschätzen den. In der Stadt, Digga. Ah, da kam noch was. Okay. Es geht. Es geht. Nein, bin ich nicht. Kennst du auch den Spruch? Hey Skater, was skaten? Wollen wir skaten auf jeden? Sagt man das doch bei euch immer so. Jeden Tag, Aber Alter. es ist ja sicherlich auch aus dem 18. Jahrhundert. Das ist schon länger, dass ich das kenne. Ja. Ja, Und was du more of the wahrscheinlich same. gesehen hast, man kann Daisy spielen. Das konnte man schon länger, seit es rausgekommen ist, Ich die muss Mod von Arma. dazu sagen, More of the Same würde ich dem am wenigsten anlasten. Es ist natürlich ein 2D-Jump'n'Run, aber es sieht halt aus, als hätten die einfach gesagt, okay, wenn jetzt eine Idee da ist, egal, wir bauen die ein. So, also natürlich links und rechts einfach die Schranken eingeruppt, weil wie gesagt, alles andere könnte man auch einfach in Super Mario Maker machen. Aber ich habe mich einfach nur gewundert, mein erster Gedanke war, okay, neues Smartphone Mario. Weil das halt so komisch ist. Aber jetzt kommt natürlich noch das Allerbeste ganz zum Oh, Schluss. jetzt kannst du einen Yoshi reiten. Nee, Nee, du bist jetzt Mar einfach Benjamin Blümchen. Wir haben eine gute Idee. Mario wird jetzt dick und kriegt einen Rüssel. Ja, super, ich bin gehuckt, hole ich mir. Im Oktober ist es soweit. Cool. Ja, freue ich mich auch schon drauf. Also, ich schätze, ich hole es mir nicht, es sei denn, es ist wieder wie so ein. Das war bei Tears of the Kingdom. Es gibt ja diese Fraktion derer, die gesagt haben, teure DLC. Ohne das Böse zu meinen, habe ich auch erst so gesehen. Aber es war dann so, dass die Trailer einfach teilweise ein bisschen underwhelming waren, ist okay. Underhelming ist das, was bei Mario mit der Mütze. Dieses andere Mario. Lol. Ja. Lol, habe ich mir ja so gedacht, als du das gerade gesagt hast. Ja. Aber vielleicht ist das Game ja dann wirklich auch wieder so ein Geniestreich. Ich sehe schon, also nicht nur der Rechtsruck, das ist auch hier die Nintendosierung. Nintendoisierung, Ja. wenn du hier Einzug hältst. Warum ist denn der Oktober eigentlich der 10. Monat? Das ist ja irgendwie Schwachsinn. Anderes Zahlensystem tatsächlich. Also Sind die im dumm? Achterzahlensystem ist ja die 10 die Eine achte 8. Zahl, ja. 1, 2, 3, 5, 6, 7 und dann 1, 0 die nächste Zahl im aktuellen Zahlensystem. Das ist Okay, nicht die Antwort auf deine Frage, aber es ist eine korrekte Aussage. Mario. Mit Mario steuert man mit einem Controller, richtig? Nein? Oder? Ja, ah, was steuert man noch mit einem Controller? Oder sind wir zu schnell? Lass bei den langweiligen Sachen bleiben. Bleibt dran, Leute. Gleich kommt noch ein Thema. Aber wir machen erstmal die langweiligen Sachen. Das ist Ja. jetzt quasi View-Bindung hier. Warst du jemals auf Jodel unterwegs? Auch vor einiger Zeit, ja. Da gab es immer diesen einen Typen da, diesen Bayer, wo es hieß, den würde man gerne mal im Dixi-Klo nageln. Aber ich glaube, diesen Gag gibt es schon lange nicht mehr. Ich habe auf Jodel damals, als wir DN-Style gemacht haben, habe ich öfter gelesen, hast du Kick? Ich bin mir nicht sicher, ob das das gleiche Kick ist, von dem jetzt die Rede ist, aber Kick ist gerade in aller Munde. Das war nochmal Kick. Na, Kick ist damals, glaube ich, eher so eine Dating-Plattform gewesen, wo Ah, es noch okay. mehr um Sex geht als bei Tinder. Und jetzt gibt es aber Kick als Streaming-Plattform, als große Konkurrenz zu Twitch. Und gerade in der letzten Woche hat das alle sehr beschäftigt, weil zum einen ist das eine sehr kontroverse Seite, weil die es mit den Regeln nicht so eng nehmen. Also der offizielle Spruch ist so, ja, hier gibt es eigentlich gar keine Regeln. Und es ist kontrovers, weil da auch rechte Leute zu Hause finden und vor allem, weil die ihre Haupteinnahmen durch Glücksspiel machen. Ach, ja, Also auch das gut. meistgestreamte da ist dann Glücksspiel. Aber die haben halt übelst große Streamer für, weiß ich nicht, 10 Millionen und so, haben die quasi exklusiv darüber geholt. Heilige fucking Scheiße, Und was? da sind auch echt viele Zuschauer mittlerweile. Okay. Die Frage ist, ob das über lange Sicht so bleibt oder ob das nur so ein Sturm im Wasserglas ist. Ich habe es Das hängt ursprünglich ja alles davon mitgekriegt. ab, ob du deinen geilen Content jetzt auch auf Kick verbreitest. Das stimmt. Aber sag einer bestimmten Person nichts davon. Ja, ich Ja. stream jetzt selten auf Twitch. Dabei, dabei.
Okay. Es gibt ja dieses Meme, Barney, als ich ein Kind war, das ist dann dieser Dino. Barney, als ich Teenager war, das ist dann Barney von Simpsons. Und Barney, als ich erwachsen wurde, das ist dann der aus How I Met Your Mother. Das gleiche kannst du mit Kick machen. Früher war ich bei Kick Ja. immer Kleidung kaufen, dann war ich auf dem Tinder-Kick und jetzt bin ich, wenn ich erwachsen bin, auf dem Glücksspiel-Kick. Ja, doch. Also Memes entstehen Sehe in ich. meinem Kopf, ich bin da ganz komisch. Sehe ich Das sehr. ist, ich frage mich auch, warum ich immer so ein Genie bin. Also, Kick ist so eine Sache. Da sind, glaube ich, große deutsche Streamer noch nicht unbedingt vertreten. Ich glaube, Orange Morange, den wir hier mal zum Thema hatten, ist da jetzt hin, weil er mal wieder gebannt wurde. Aber XQC war, glaube ich, auf Twitch der größte und ist jetzt exklusiv bei Kick. Und weil die das da nicht so eng nehmen, hat er sich auch einfach gedacht, ich stream da jetzt mal, ich weiß gerade gar nicht, warte, was? Matrix? Egal, irgendeinen Film. Irgendeinen relativ großen, bekannten Film. Streamt da einfach mal und reactet da drauf für 60.000 Leute. Und da hat dann das so ein Staff-Account von Kick einen angepinnten Kommentar gemacht und hat gesagt, jo, ist schwierig hier, Copyright und so, wir müssen das VOD dann löschen. Und also so ganz regelfreier Raum ist das da nicht. Ja, das ist ja auch ziemlich fast unmöglich, oder? Ja, weil ich auch kurz überlegt habe, eigentlich wäre das ja vielleicht ganz witzig, weil er ja schon die eine oder andere kontroverse Sache mal gemacht habe oder machen würde. Aber diese Plattform zu unterstützen, ist, glaube ich, nicht unbedingt das Beste, was man machen kann. Ganze Zeit vors Mikro latschen ist auch nicht das Beste, was man machen Das kann. ist richtig. Simon von Rocket Beans hat sich da einen Account gemacht und hat gesagt, kennt ihr Kick? Ich habe mir schon mal einen Account gemacht und hat die übelste Shitwelle abbekommen dafür, was ihm einfällt und so. Hat Etienne ihn zusammengefaltet, ja, müsste es dann wieder offline nehmen. Ja, nee, Etienne war das nicht, aber seine Community ist da sehr scharf gegangen. Er hat auch nur 100 Follower da zusammen generiert in der Zeit. Und also die Leute sind schon auch sehr anti-Kick. Weil. Naja, weil Glücksspiel, weil, wie gesagt, halt sehr dubiose Gestalten da Platz finden, Okay, die auf also. Twitch nicht kommen könnten. Kick ist das, was vor 10 Jahren Mediakraft war. Ja, ich sage jetzt einfach mal ja. Okay. Bald gibt es ein Kick-Event auf der Gamescom, wo wir dann Beatboxen müssen. Das ist jetzt ganz wichtig. Kickse Katze, Bickse Katze. Schickste Scheiße, Ja, kriegste das ist dann auch wieder ein Gag, den keiner verstanden hat. Also so ist das Ja. mit den Beatboxen. RIP Opa Klaus, sage ich da nur. Das auch. Sage ich übrigens wirklich. Ja. Ja, und das ist dann halt Kick. Mal gucken, wie sich das die nächsten Wochen entwickelt. Ich habe es entkickelt. Ich Wo ist mein habe Telefon? die Hoffnung, dass das eher ein Sturm im Wasserglas bleibt. Auf jeden Fall ist das großes Drama. Wie sieht denn so ein Sturm im Wasserglas aus? So hier, wie das hier, guck. Okay. So ein kleiner Tornado. Ja, Tornados Du hatten wir ja die sitzt doch. Woche nicht. Ich habe mein Handy gefunden, ich sag's Tornados dir. hatten wir nicht, aber sie wurden angekündigt, ne? Es ist, Ja. kann ja quasi dann nur noch eine 1 von 10 werden, oder? Ja. Und dann kam keiner. Ich habe noch was richtig Irrelevantes. Geil. Die AfD zieht in Betracht, einen Kanzlerkandidaten zu stellen. Ja, heißt der Höcke zufällig? Das wäre wieder gut. Ich glaube, Höcke würde den Laschet-Move bringen und die Partei wieder runterziehen. Ich bin mal gespannt auf Bundesebene, aber viel gespannter bin ich. Jetzt sind wir irgendwie in dieses Politiksegment geschleudert. Habe ich mich auch unterhalten um die Frage, was machen wir nächstes Jahr in Sachsen und Thüringen? Ja, nicht nur AfD und da. linke Koalition oder? Oh, Was was haben wir haben hier? wir hier zur Sonntagsfrage? Also, ja, zweiter. AfD zweiter Platz, 19, SPD dritter Platz, 17, Grüne 15, vierter Platz. Aber es sind noch ulkige Koalitionen ohne die AfD möglich. Das sieht in Thüringen anders aus. Andere haben zusammen 10%, ist auch nicht ohne. Ja, aber andere sind ja cool. Ja, ich sag nur, dass es halt bemerkenswert ist. Also der Verdruss in die Anführungsstriche großen Parteien, die ja mittlerweile fast keine großen mehr sind. Das heißt, wenn man jetzt Protestwahl, sage ich jetzt mal, zusammenzählt, 10% andere und nochmal 19% AfD, ist man wieder bei denen, die halt CDU wählen. Ja, Was ich habe irgendwie zwei auch viel verschiedene. zu viele sind, wenn du mich fragst. Definitiv. Ich habe zwei verschiedene Zahlen gesehen. Einmal 50, einmal 75. Bis zu 75% sind Leute, die AfD wählen aus Verdruss und weil sie die anderen quasi, also nicht pro AfD, sondern anti alle anderen. Und das ist schon auch eine Zahl. Ja, aber die werden es ja dann sehen, oder nicht? Weil, wenn die AfD an die Macht kommt, wird das Ganze installiert. Wir hatten die These das letzte Mal mit Tinko, sieht das klein Ja. wenig anders. Ich habe auch dazu was gelesen, dass quasi, also jetzt die Regierung, die leidet ja ein bisschen darunter, dass das Corona-Gelumpe vorher war. Also das, was vorher passiert,
die quasi mitnehmen und dann dafür aber schuldig sind. Und wenn jetzt positive Sachen passieren, dass das dann wiederum bei einer potenziellen AfD-Regierung als oh, guck doch mal, wie gut, wenn jetzt quasi die guten Sachen der Vergangenheit erstmal. Guck mal, jetzt sind wir an der Macht, plötzlich sind überall Windräder. Ja. Das müsste, wir haben es in der ersten Wahlwoche geschafft, ja. Ja. Genau das meine ich. Das wäre halt ungut. Ja, das ist halt das Ding, dass die Maßnahmen, jetzt will ich nicht zu sehr da reingehen, aber ich habe manchmal den Eindruck, dass die Maßnahmen, die halt politisch ergriffen werden und wenig Anklang in der Bevölkerung kriegen, wir hatten jetzt hier diesen Habecks-Heizungshammer und dass auch viel nicht verstanden wird, was die kluge, logische Idee dahinter ist. Die sagen einfach, ja, die wollen jetzt, dass wir alle unsere Heizung rausruppen. So, das kommt irgendwie an. Mhm. Aber dass wir halt Paris einfach nicht reißen, wir werden es nicht schaffen, so, aber dass wir es noch weniger schaffen, wenn wir das nicht jetzt langsamer machen, so, das kriegen irgendwie viele auch gar nicht mit, habe ich den Eindruck. Und das ist einfach irgendwie böser Habeck, der mit der Spitzhacke hier in unsere Wohnung kommt und die Heizung rausruppt. Bei minus 40 Grad. Also ich würde ihm die Tür öffnen. Wenn Habeck mit der Spitzhacke. Das ist jetzt die Community. Wohnung habe ich noch nie gefroren. Das ist jetzt die Community-Frage an euch. Was würdet ihr machen, wenn Habeck mit einer Spitzhacke vor eurer Tür steht? Minecraft in real life. Ja, ich wollte nur noch mal bei diesen 50-75% sagen, dass die AfD in einer glücklichen Position ist. Aber das macht es halt einfach dumm, weil die müssen ja gar keine Lösung anbieten. Wenn so viele Leute die aus Protest wählen, muss die AfD ja gar nicht sagen, guck mal, dies und das gehen wir so an. Hm. Die müssen ja einfach nur dagegen sein und das ist halt so dumm. Ja, aber das geht ja so lange gut, bis sie regieren müssen. Ja. Und deshalb bleibe ich halt bei meiner These, die Entzauberung wird halt möglicherweise kommen. Und deshalb hoffe ich ja, dass es schon auf Landesebene stattfindet. Dass die Leute sehen, also natürlich, Regierung ohne AfD ist irgendwie fast nicht möglich. Regierung mit AfD ist nicht möglich, weil sich distanziert wird ohne Ende. In Sachsen ginge noch Schwarz-Blau. Das ist was Wahrscheinlichste. Aber links AfD in Thüringen wer sieht das, ne? Das wäre halt einfach von zahlenmäßig möglich. Ja, witzig. Wir werden sehen. Ich bin total gespannt, was 24 passiert. Also dann wird es nochmal den großen Latawa die Fische geben. Oh ja, der gute alte Podumcast wird nochmal richtig ausgepackt. Nee, ich finde den Podumcast total schlecht. Brennpunkt ist das einzig Wahre. Okay. Ja, ich will euch jetzt auch nicht zu lange langweilen, aber ganz kurz noch ansprechen, dass die AfD-Mitgliedsanträge offen im Netz zu finden waren. Irgendwie hatten die so ein großes Datenleck. Mhm. Das hast du nicht mitgekriegt? Mhm. Ich nämlich auch nicht so sehr. Okay. Aber das passt hier hin. Jetzt haben wir es erwähnt. Okay, es gab Datenleck. Auch interessant, wer wird der AfD-Kanzlerkandidat? Leute sagen, ja, Alter, das wäre doch mal was. Das wäre doch richtig geil. Merkel muss weg. So, Moment, wen schicken wir jetzt ins Rennen? Ah. Nee, also Merkel war ja schon gegen Ende nicht mehr besonders CDU-treu. Kann ja alles noch passieren. Ja. Weidel ist wahrscheinlich im Gespräch, weil die AfD ja diesen Ruf der frauenfeindlichen Partei hat und da sind ja immer nur Männer drin. Aber das können die natürlich dann auch wieder so auf AfD-Art aushebeln, indem sie sagen, guck mal hier, Mhm. Ja. Aber wenn das passiert, hui. Naja, gut, Politik hin oder her. Dann wird die Sekundenkleberindustrie auf jeden Fall richtigen Aufwind erfahren. Ich hoffe es. Was auch richtigen Aufwind erfährt, ist die Sterberate an Os-Virus durch eine Zecke. Was ist denn das? Hier jetzt oder überall jetzt? Nee, nur in Japan. Ich will es nur mal reinbringen, weil das für mich vielleicht relevant ist, weil das ist eine Sache, die ich bis jetzt echt nicht auf dem Schirm hatte, dass es ja in Japan vielleicht andere Formen von Zecken oder Krankheiten oder sonst was gibt. Mhm. Und da gibt es jetzt die erste Person, es war natürlich eine 70-jährige Frau, aber die am Os-Virus gestorben ist nach einem Zeckenbiss. Und deswegen werde ich, wenn ich in Japan bin, aufpassen. Da vielleicht nicht so im Grün oder wenn dann mit langen Klamotten. Also wenn der Brennpunkt einer Sache gut ist, dann ist es Virusse zu unterschätzen. Ja. Insofern, ich glaube, das ist völlig unproblematisch. Mhm. Das ist Quatsch. Auch in 2 Wochen gebe ich dir halt auch Brief und Siegel, wird keiner über das Os-Virus sprechen. Ja. Das ist jetzt auch nichts Großes, Pandemiemäßiges, was da kommt, aber also es ist ja auch durch die Erwärmung des Wetters, des Klimas, dass Zecken sich wohler fühlen. Und das ist schlecht. Ja, was ich immer raten würde, Zecken ein bisschen merken. Also merken, wo die waren halt. Ach so. Also sich ja, nicht bemerken. Ja. Nicht bemerken. Das wäre so ein richtiger Hot-Take. Die müssen sich auf jeden Fall vollsaugen und dann sind die so richtig groß. Das ist total klasse. Und wenn man irgendwelche Symptome von, weiß ich nicht, gibt ja auch Borreliose und so weiter, hat, dass das manche Ärzte auch gar nicht richtig auf dem Schirm haben, dass man das dann nochmal vielleicht zusätzlich sagt, weil viele dieser Zeckenkrankheiten werden ja erst dadurch gefährlich, dass man sie viel zu spät als solche bemerkt. Und dann denkt, okay, ich habe irgendwas, ich raff nicht, was das ist.
Wobei ich natürlich jetzt eine Lanze breche für Herr Riesenengel hier in der Stadt. Riesenengel. Ja, Riesenzeug, ach auch egal. Kleinteufel, ja, könnte man sagen. Ja, irgendwie sowas. Der hat tatsächlich immer mal häufiger gefragt bei irgendwelchen Sachen, hatten sie jetzt eine Zecke? Immerhin. Ja. Wenn er dir auch sonst nur Steine auf den Kopf legt. Ja, oder Streusel zum Essen gibt. Hat er. Ach so, Streusel, ja. Ja, was ist Homöopathie? Ja. Habe ich das schon mal im Brennpunkt erzählt? Ich habe für einen Arbeitskollegen mit Anna zusammen tatsächlich einen Kuchen gebacken. Wir hatten keine Streusel, aber Mutti hatte noch so eine Arnekarting-Tour. Da haben wir einfach gesagt, komm, machen wir ein bisschen Homöopathie auf den Kuchen. Mhm. Der lebt nicht mehr, der ist tot. Alter, die Dosis war einfach zu krank. Der ist einfach komplett dran verreckt. Den hat er den Kuchen gegessen, Schaum vom Mund, tot. Mhm. Kannst du ja nicht machen. Kannst du hier nicht so eine verzehntelte Dosis von irgendwas dann wieder verhundertfachen. Kannst tot. Okay. Aber die ersten 3 Wochen ging es blendend. Das war quasi die Rückverbesserung, bevor er dann tot war. Wir tänzen die ganze Zeit um so größere Themen rum. Da wollen wir uns ein bisschen annähern. Und zwar, vielleicht bist du da besser im Bilde. Was zur Hölle ist denn bitte schon wieder der Käfigkampf zwischen Elon Musk und Mark Zuckerberg? Ach, war das wieder nicht so eine Twitter-Scheiße? Naja, ja, aber angeblich ist es todernst. Ist das wieder so ein PR-Ding, dem wir jetzt gerade auferliegen, oder? Ich hab das, boah, fuck, Alter, da bin ich auch völlig unterinformiert tatsächlich. Ich hätte auch gesagt, es ist vor einer Woche gewesen. Nö, das ist schon relativ neu. Vereinbaren Cagefight, UFC. Da ist mir aufgefallen, dass Zuckerberg immer noch nicht mal 40 ist. Das ist schon hart, Alter. Ja, also ich glaube, ging es nicht darum, dass Zuckerberg noch ein alternatives Twitter schaffen wollen würde und deshalb wieder alles unter Metas Fuchtel ist und Elon sagt, nee, komm, ich trete die Eier weg. Das wird auch ausrambult. Ja, aber das ist doch ein gutes Back to the Roots. Wie sagt man? 1-1 hinter der Schule, keine Lehre, kein Treten. Hm. Nur halt auf Millionärssprache ist es dann wieder so ein Cagefight, wie du schon sagtest. Guck mal, ein Tiefschutz. Ich finde, Tiefschütze sehen einfach richtig sexy aus. Das doch, ja. Ne. Gute Werbung. Ja, das ist auf jeden Fall so ein Meme der Woche. Ja, aber ich glaube, das geht unter diesen anderen grandiosen Memes unter. Ein bisschen. Ich habe mir sogar richtig, weil ich dachte vor allem, dass diese Sache die krasseste Sache der Woche wird. Aber dann entscheidet sich halt Wagner plötzlich umzudrehen. Also, wie war das? Ach, ich habe mir das mit Scheiße zusammengeschrieben. Ich habe voll den geilen Machen wir deine Robin, du bist doch so ein Kapitalismuskritiker. Durchaus hin und wieder. Was hältst du davon, Milliardäre zusammenzufalten? Finde ich gut. Ne? Ja, die Witze schreiben sich da ja von alleine, denn die Fische haben Eat the Rich wahrgemacht. Mhm. Ich habe den Eindruck, bei diesen... Liest du gerade einen Gag ab? Ja, pass auf, ich muss den Satz irgendwie hinkriegen. Bei diesem Ereignis hat die Bezeichnung Hydraulic Press eine völlig neue Bedeutung bekommen. Mm, ja. Also ich habe gehört, also Hydraulic Press ist jetzt wieder voll im Kommen. Durchaus. Das ist ja jetzt wieder ein bisschen langweilig geworden. Was war da denn los? War da denn los? Ja, und das ging ja letzten Sonntag mehr oder weniger schon los. Mhm. Stellt sich raus... Blechbüchsen halten 8 Kilometer Tiefe gar nicht aus. Ich glaube nur 4 Kilometer, aber ist auch reichlich. Reichlich Wasser, was du dann über dir hast. Also, wer es überhaupt nicht mitbekommen hat, da ist ein Billionär, ach Mann, ich sage immer Billionär, Alter, ein Milliardär, ein nee, Millionär. Du musst sagen Billionär, dann stimmt's ein wieder. Ein Billionär, ein Milliardär, ein Millionär, ein Titanic-Wissenschaftler. So beginnen die besten Gags. Ein Milliardär, eine Blechdose. Eine Blechdose mit einem Klo und einem Controller. Also die Gags schreiben sich wirklich von alleine, denn die haben sich da alle zusammengefercht. Und also der eine davon war, glaube ich, auch der CEO von der Firma, die das beauftragt hat, dieses Ding überhaupt zu bauen. Für Leute, die es gerade wirklich nicht wissen, ja. Ein U-Boot ein für U-Boot. Touristen, dass ich das Wrack der Titanic anschauen möchte. Ja. Aber eine Privatfirma, die, ja, das erzähl alles du. Nicht so ernst nimmt, ja. Sicherheitsvorkehrungen sind nicht so wichtig. Ist ja auch der Thrill. Genau. Aber so wie ich es verstanden habe, war das Ding schon auch ein paar Mal unten, hat aber jedes Mal immer den Kontakt mit der Oberwelt verloren. Mhm. Das ist dann halt so. Und das war jetzt, glaube ich, die 4. oder 5. Ausfahrt. Ja.
Und da waren halt besagte Personen an Bord, auch ein 19-Jähriger noch, das ist der Sohn von diesem einen Typen. Also 5 Leute insgesamt in dieser kleinen Blechbüchse wollen hinabtauchen in 4000 Meter Tiefe. Offiziell hält dieses Ding nur 1500 Meter aus. Also so nach Sicherheitsstandards. Natürlich kann man es auch weitermachen, aber ne. Das sind wie Brücken, die nur eine gewisse Last aushalten, die halten ja auch Ja, mehr aus, ne? genau. Empfohlen, ja. Außerdem haben die ein Klo da drin und gesteuert wird das Ganze von so einem 30 € Amazon Tricks Billo Controller Ja, hier. was ich aber tatsächlich am wenigsten problematisch finde, diesen Controller, weil Es ein ist halt witzig. Analogstick ist ein Analogstick, ne? Ja, aber es ist halt witzig. Ja, das ist schon Also wäre witzig. der Controller nicht, wäre das vielleicht nicht so gemimt Was mich viel worden. mehr aufregt, ist, dass es keinen zweiten Controller gibt, weil jeder Experte sagt, bei sowas überlebenskritischen müssen die Geräte redundant ausgelegt sein. So, die Toiletten jetzt vielleicht nicht. Aber warum bist du so wichtig? Warum ist dir dieses Klo so wichtig die ganze Zeit? Naja, weil du hast halt, ich weiß nicht, du hast diesen, was werden das sein? 4 Meter lang, 1,5 Meter breit maximal, so diesen Schlauch da, wo du drin bist, und dann scheißen die Leute da aber direkt in diesem Raum. Ich weiß nicht, ob da, also da irgendwas in diesem Video wurde was von Privacy gesagt, dass man da vielleicht doch einen Vorhang davor hängen kann oder was weiß ich. Und dann hast du genau beim Klo, also wenn du scheißt, kannst du aus diesem Bullauge rausgucken, wo du ja aber nichts siehst, außer du bist gerade bei der Titanic, weil es ist ja erstmal alles schwarz. Ja? Selbst wenn du eine Lampe anmachst, siehst du ja nichts beim Runtersteigen. Und deswegen ist dieser ganze Appeal von, guck dir die Titanic an, durch so ein winziges Fenster in übelst schlecht und du kommst da gar nicht nah ran. Schon für mich super strange. Dann kostet das irgendwie für die Leute 250.000, das zu machen. Das ist natürlich für die nicht viel, aber alleine das. Und ja, die Sicherheitsvorkehrungen wurden nicht so ernst genommen. Und dann hat jemand den Controller in die Hand genommen, den Konami-Code eingegeben und plötzlich waren sie verschollen. Es ist. Seit Sonntag ist es vermisst, so, um es kurz einzugrenzen. Und es gab wohl einen, der wollte mitfahren, hat dann gesehen, was? Ich fahre lieber doch nicht mit. Und der hat dann auch so viel berichtet, ne? Also, was war? Am Sonntag irgendwann verlor das Ding den Kontakt und dann Tage später kam es dann langsam in die Medien hoch. Und dann hieß es so, jetzt wird der Sauerstoff eng und die haben den immer noch nicht gefunden. Maximal 96 Stunden Ja. Sauerstoff. Und Außer einer stirbt vielleicht, ne? Dann können andere natürlich mehr atmen. vielleicht haben die sich schon gegenseitig gegessen. Stellt sich später raus, war nicht so, aber dann Ja. ist natürlich die Frage, dann scheißt dann ein und der Sauerstoff ist eh schon schlecht. Ja. Aber das, was man am ehesten vielleicht noch sagen könnte, das Gute ist, dass das Ding kurz nachdem es den Kontakt verloren hat, wo implodiert sein soll. Ja, was eigentlich einige schon spekuliert haben, aber trotzdem war es ein riesiges Medienbuhu. Von wegen, oh, wir haben dann Klopfen gehört und so. Ja. Klar musste der Sache nachgehen, aber du hast ja auch vom Podcast aufnehmen was gesagt zu diesem Flüchtlingsboot, wo über 500 Leute ersoffen sind, was keinen gekümmert hat. Ja. Und ja, das ist nicht so witzig und Ich habe gerade nur meme-potenzialisch. das Thumbnail von Marvin Neumann gesehen. Und ja, genau, ich habe einfach gesagt, das U-Boot ist halt witzig und 500 ertrunkene Flüchtlinge sind nicht witzig. Das ist auf jeden Fall für uns, gehe ich da absolut mit, aber dass dieser Medienaufwind, was das erfahren hat, so krass war, finde ich trotzdem absolut Ja, makaber und dumm. mir wurde in den Kontext noch ein weiteres Video vorgeschlagen. Kennst du diese Fußballbande Kinder da, die in dieser untergegangenen Höhle eingesperrt waren für eine Ja. ganze Zeit? Und das ist natürlich total toll, wenn Leute dann hören, ach, die wurden gerettet, ne? Das ist Und richtig. darauf hätte ja passieren können, dass sie es das irgendwie bergen können und dann sind die da irgendwie drin und dann stinkt's ja nach Ich Scheiße. kann dir da tausend Erklärungen für geben. Also das Boot von mit den Flüchtlingen ist gekentert. Also das ist übrigens vor Griechenland gewesen, um es auch mal erwähnt zu haben. Und 500 Leute ersoffen, noch 250 vermisst, wahrscheinlich auch ersoffen. Und das ist halt einfach nicht stattgefunden in den Medien. Aber das ist halt auch einfach passiert, weißt du? Und dann ist es auch gut. Und dieses U-Boot-Ding hat sich halt durch dieses, sie könnten noch leben, 4 Tage gehalten. Das verstehe ich schon alles. Es ist halt trotzdem einfach ein bisschen Ja, dumm. es ist nicht schön, aber es ist auch einfach der Fakt, dass das Daily Business ist, dass diese fucking Flüchtlingsboot, dass es passiert, so Ja, grausam wie es ist. aber Also, 500 auf einmal ist schon echt krass. Also, ja, das es ist ist absolut krass, gar keine ich meine, Frage. es ist Das auch sind selten, alles, es passiert nicht so oft. ja. Lebensgeschichten, die an dieser Stelle enden. Also, man sagt immer 500, so, es ist dann 500, aber wenn man jeden Einzelnen erlebt, der dann 30 Jahre auf der Das Welt sind ja. gelebt hat, das erlebt hat, das erlebt hat, das ist alles in dem Moment zu Ende, Das so. sind 5 Fußballfelder, auf denen jeweils 100 Leute stehen. Ich wollte das gerade hier ein bisschen. Habe ich gemerkt, Ich dann wollte jetzt habe gerade ein ich dir bisschen die wieder. Zuschauer abholen, die da vielleicht mit dem Tod, ist auch egal. Ja, es ist übelst bitter, aber wir können ja nichts machen.
Wir könnten machen. Ja, wir können in unserem Deutschland sitzen und Kuchen fressen. Mit Zückli. Mit Zückli, okay. Aber ganz interessant. Schüsslersalze. Achso, ich dachte, das meinst du. Ja. Weil, wer sagt denn alles Zückli? Ich habe gehört, das sagen gar nicht alle. Nicht? Zu Süßstofftabletten. Süßli. Vielleicht ist es auch so ein Thüringer Ding. Das weiß ich nicht. Aber Zückli klingt ja eher Schweizerdeutsch. Auf jeden Fall, die Leute in dem U-Boot machen nicht mehr Zückli, die sind jetzt tot, die sind platt. Was ich, ja, da ich finde auch, ne? ich finde auch witzig, wie dann hinterher, als es bekannt gegeben wurde, ja, wir haben jetzt Wrackteile gefunden, fragt dann so ein Journalist, ob jetzt die Leichen geborgen werden und Meta dazu geschrieben, hier ist der Brei ihres Ehemanns. Das ist schon richtig finster, viel Spaß damit. Ja, ich glaube, die Fische haben sich gegönnt. Ja, dabei sind überhaupt Fische so tief? Na klar, da sind irgendwelche ganz anderen Viecher, die wir wahrscheinlich gar nicht kennen. Im Marianengraben sind auch noch 1000 unentdeckte Arten. Ja. Die hatten seit 100 Jahren nicht mehr so einen geilen Schmaus. Durchaus. Ja, aber die Memes, die sind reichhaltig. Ja, die haben sich... James Cameron überlegt, das jetzt auch gerade wieder zu verfilmen, ne? Ja. Dieses U-Boot-Ding. Naja, und dann haben wir auch gesagt, naja, wenn jetzt ein neues U-Boot kommt, um das andere zu bergen, und das dann auch wieder... Das ist so ein Perpetuum mobile der Berichterstattung, weißt du? Es geht immer so weiter. Das war der Postel, ja. Milliardäre steigen jetzt in ein noch klappriges U-Boot, um sich die Reste des U-Boots anzugucken. Ja, nicht gut. Also die Memes, also das war wirklich das Internet, was ja in diesem Brennpunkt besungen wird. Mhm. Das hat gebrannt. Es hat punktuell gebrannt. Ja. Und auf diese Punkte schauen wir mit einem Brennglas. Ich weiß, dass es echt gemein und zynisch ist und so, aber so richtig leid tun die fünf mir halt auch nicht, weil das vorher allen weitestgehend bekannt war, soweit ich weiß. Was heißt, es tut mir leid? Das ist doch genau das Ding, die tun... ekelhaft, aber es ist so, täglich sterben Leute. Hm. Ja. Ne? Und ich habe zu diesen Leuten keine Verbindung, die da irgendwie tot sind. Es ist natürlich ziemlich dämlich. Also Shoutout an die Familien, aber... Shoutout an die Familien, ne? Ihr wisst, wo abonnieren, schneid mal kurz bitte. Rein subscriben, Abo da lassen, Patreon auschecken. Das würde uns total helfen. Ihr habt ja jetzt wahrscheinlich ein bisschen Geld über. Oh Gott, Alter. Oh Gott, oh Gott. Wenn ihr nicht wisst, wohin mit den Hinterlassenschaften. Hinterlassenschaft ist das falsche Wort, oder? Das ist eher auch so kacke. Okay. Ja, echt voll schade, dann ist ja das Klo jetzt auch kaputt. Das lustige U-Boot-Klo. Das lustige U-Boot-Klo. Ja, ist schon rundum eine witzige Sache. Ich sag nicht rundum, ich glaube, es gibt da partiell Dinge, die nicht witzig sind, wie gesagt, die Familien, die jetzt... Ja, natürlich, ey, das, ich nee, weiß, Robin, das ist immer hier, so eine Sache, du bist hier gemein. Die muss ich nicht extra sagen, das ist natürlich scheiße und ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Familie uns nicht zuhört, deswegen kann ich das auch sagen, wenn ich wüsste, dass das möglich ist. Das ist anmaßend. Dann würde ich das nicht sagen. Das ist anmaßend. Was? Die wissen, dass wir hier über ihre toten Mitglieder reden und denken jetzt rede ich die noch runter, dass die hier nicht zuhören. Und freuen sich, dass wir hier Nachruf machen, ja? Und dann hören die jetzt lustig machen. Gott, oh Gott. Sind dann so traurig, dass sie dann selbst wieder in so eine Aluminium-Blechdose steigen. Ja. Ja, also by the way, das war auch nicht von... Wollen wir eigentlich Titan, witzigerweise übrigens Titanic... Mhm. Ja, ist zuerst gesungen, dann die Titan. Mhm. Wenn es jetzt so weitergeht, müsste die nächste Tit heißen. Ja. Ja. Dann noch. Aber wollen wir das in Real Life machen und dann einfach in so ein Blech zusammenfalten und in die Ilm rein oder so? So aus Alufolie. Ja. Genau. Das ist jetzt die Tit. Das ist schon witzig, oder? Ja. So, wir sind halt Low Budget unterwegs. Wir wollen uns den Grund der Ilm angucken. Ich habe halt noch Alufolie ganz viel, weil ich eigentlich, für Sephiroth wollte ich das eigentlich mit Alufolie umwickeln. Ich würde gerade sagen, ey Robin, du bist ja so ein Verrückter, du hast doch Alufolie. Naja, eigentlich will ich das gar nicht so nutzen, weil Alufolie scheiße ist. Aber du hast sie doch bereits gekauft. Ja, und dann habe ich es aber nicht verwendet. Ich dachte, dass ich das Schwert umwickle. Ach so. Also eigentlich so ein schnelles... Brauchen wir nächste Woche, Video wurde angekündigt. Ich überlege gerade echt, lass doch mal überlegen. Wir könnten eigentlich unten den Ball aufpusten, dann komplett mit Alufolie umwickeln und dann den Ball aber weg und dann fertig. Klasse. Also noch ist noch bestimmt Sätze, schlechter wollte. Geschmack dann. Wir sagen nicht umsonst Blechbüchse, das Ding war wohl nicht zertifiziert, nicht in Anführungsstrichen TÜV geprüft, was auch immer dort der TÜV dann entsprechend wäre. Naja, das haben wir ganz vergessen zu erwähnen, was für mich der Hauptgrund ist, warum
ich das alles sehr zynisch und mit einem Lächeln sehe, ist, dass nämlich der Typ, also der CEO hat das prüfen lassen und der Prüfer hat gesagt, das ist nicht zugelassen und dann hat der CEO den verklagt oder so. Ich krieg's nicht ganz hin, aber. Oder war das Und das, dass sie den rausgefeuert haben und der die dann oder verklagt gefeuert, hat ja, und es wieder kann und sein. dann Aber aus später später war Beschädigungsverfahren? es auf jeden Fall hier. Ja, ich krieg's jetzt mit Google nicht so schnell hin, Ja, man aber muss ein bisschen was wagen. lest euch selber rein. Aber das ist halt auch so eine Sache. Er hat quasi die Kritik weggescheppert und den Typen entlassen, so. Ja. Ja, hat ja geklappt, dreimal. Ja. Ja, da frage ich mich auch, wie verbleibt man da? Also der CEO, wenn er jetzt tot ist, sag mal, dann doof gelaufen? Oder wie wird das jetzt, wie geht es jetzt weiter? Weiß ich Also nicht. klar, man kann jetzt den Familien ihr Hackfleisch geben. Dann ist es so mit zwei so Googly Eyes drauf. Ja, das ist ihr Mann. Gott, oh Gott. Ja. Naja, gut. Das war auf jeden Fall eine ziemlich russische Konstruktion, würde man im Volksmund sagen. Ja. Volkssturm hatten wir vorhin auch. Der Volkssturm ist auf Russland passiert durch russische Truppen. Ja, also das ist, also dieser Mimigkeitsgrad stellt ja nochmal alles in Schatten. Ich konnte es gar nicht richtig glauben, als ich diese Meldung gehört habe. Ich dachte, das ist da wieder irgendeine Propagandakacke. Ja. Aber offenbar dachte sich Herr Jewgeni Prigoschin so, okay, wir kommen in die eine Richtung nicht weiter, also drehen wir mal um. Ja. Ja, das Ding hat ja auch eine übelste Vorgeschichte, aber erzähl du. Also, so wie ich es verstanden habe, wurde der Chef von Wagners, die heißen nicht Wagner Group, ne? Das klingt eher so nach so Versicherungsmaklern, oder? Wie heißen Wagner irgendwas? Die Wagner heißen. Söldner halt, was auch immer. Ja, sagen wir Auf jeden sollten. Fall wurden die angegriffen und es hieß wohl, dass es seitens Putin den Befehl gab oder auch nicht, es ist nicht so ganz klar. Gleichzeitig hat der Wagner-Typ auch noch gesagt, du kannst ihn besser aussprechen, du hattest Russisch, dass der Krieg in der Ukraine auf Lügen basiert. Das ist alles irgendwie ein bisschen sehr seltsam. Das hat sich halt auch alles übelst lang angebahnt. Also Wagner waren ja die einzigen, die in den letzten 14 Monaten Fortschritt erreicht haben. Die haben ja Bachmut erobert, auch in einem mehr oder weniger rasanten Tempo, Ja. eher weniger. Und haben sich schon länger beschwert, dass die als Kanonenfutter benutzt werden, dass sie nicht richtig Waffen kriegen, dass sie nicht richtig Nachschub kriegen. Also er hat schon richtig lange gegen die russische Regierung gehämmert. Und hat jetzt, glaube ich, behauptet, also gar nicht mal gegen Putin geschossen, sondern gemeint, der Präsident kriegt nicht die richtigen Informationen durch. Und hat in dem Kontext auch gesagt, dass dieser komplette Angriffskrieg auf Basis von Lügen Ja. gemacht wurde. Aber ich glaube, als Reaktion darauf, weil er das Verteidigungsministerium lang kritisiert hat, dass er vermeintlich angegriffen wurde, von Raketen beschossen wurde, wo ich gerade gar nicht genau weiß, ob das inzwischen nachgewiesen ist, ob das immer noch ein möglicherweise Hoax ist. Und daraufhin kam ja dann dieses 30-minütige Video, von wegen, jetzt reicht's. Jetzt werden wir den, ich Ich finde glaube, das nicht mehr. Verteidigungsminister absägen und dann müssen wir noch mal gucken. Also die Wagner Group ist umgekehrt und wollte den Deutschen mal zeigen, wie man nach Moskau einmarschiert. Wie man es richtig macht. Ja. Natürlich profitieren sie da von der Jahreszeit vielleicht ein bisschen, ja. Aber die haben es wohl geschafft, bis auf die letzte Meldung war so auf 150 oder also 100,50 Meter vor Moskau Ich und schätze, du dann meinst Kilometer. Kilometer, ja. Schätze ich auch. Und ich schätze deinen Einwurf. Aber irgendwie gab es dann ein Gespräch, da hing dann der Lukaschenko drin und dann hieß es, okay, wir drehen doch wieder um. Klasse. Aber das ergibt für mich hinten und vorne alles keinen Sinn, weil auf dem Weg dahin haben die auch schon irgendwie Städte eingenommen, ohne groß Gegenwehr, haben irgendwie welche Aircrafts abgeschossen und so. Das wird ja nicht einfach so hingenommen. Und Putin Ja, hat ja da gibt man im sich die Hand, sagt Staatsfern, Entschuldigung. genau, Putin hat in der Zeit im Staatsfernsehen schon gesagt, das sind Verräter und keine Gnade und stellt euch den Weg hier, wir kriegen euch alle. Das kannst du ja nicht einfach jetzt wieder wegwischen, wenn es heißt, okay, wir drehen wieder um. Also der Typ ist ja eigentlich jetzt so gut wie, also der fällt ja jetzt wieder aus dem Fenster oder Ja, so. aber der fällt gefühlt schon eine ganze Weile aus dem Fenster. Was mich halt jetzt wundert, es redet jetzt keiner mehr über Ukraine, Ja. beziehungsweise über die ukrainischen Fortschritte. Ich habe jetzt auch lange nicht mehr geguckt. Da muss doch jetzt einfach eine komplette Front fehlen. Theoretisch. Was steht denn da jetzt? Wer steht denn da jetzt? Oder ist er ja nicht mit allen Leuten nach Russland gezogen? Also mir stellen sich auch sehr, sehr viele Fragen. Britischer Ex-General warnt vor Wagner-Angriff aus Belarus.
Ach, du liest jetzt Real Life noch die. Ich lese nochmal nach, weil nicht, dass jetzt wieder was passiert ist und dass er nochmal kehrt gemacht hat. Das ist ja hier, ne? Ja, das ist gerade aktuell brisant. Aber das war wirklich, also bis gestern Abend, Nacht war es wirklich so, okay, krass, ist jetzt hier innerhalb von Russland, ist da jetzt, haben die jetzt den Bürgerkrieg vor Ort oder so. Und dann gab es auch einen Beitrag von der BBC, wo gesagt wurde, dass Russland dachte erst, sie hätten das zweitbeste Militär der Welt. Mhm. Dann dachten sie, sie haben das zweitbeste Militär in der Ukraine und jetzt haben sie das zweitbeste Militär in Russland. Mhm. Das fand ich sehr witzig. Aber es kam ja jetzt scheinbar doch nicht zu dem großen Clash. Aber ich glaube, so richtig auserzählt ist das Ding noch nicht. Ja, aber was, ja, ist es. Aber bisher ist es so ein Nothing-Burger ein bisschen. Weil was passiert, wenn die einzige, sage ich jetzt mal, weil in der Mangelung, ich weiß nicht, wie das korrekte Wort ist, Truppe, die in der Ukraine was bewegt hat, wenn die sich jetzt gegen Russland wendet? Ja. Guckt gerade noch irgendjemand auf ukrainische Frontverläufe? Oder haben die das jetzt einfach. Hat die Ukraine schon alles zurückerobert und wir kriegen das einfach nicht mit, weil wir immer nur sehen, dass Wagner nach Moskau marschiert. Das wäre witzig, ja. Also, wie gesagt, sozusagen die letzten, ja, vielleicht 12 Stunden Berichterstattung fehlen mir. Ja. Aber es wurde komplett zermimt. Ich weiß nicht, ob du diesen Post kurz nochmal vorlesen kannst. Das ist großartig. Ja, das habe ich gefunden. Es ist der 486. Tag der dreitägigen Special Operation. Zum zweiten Mal in diesem Monat sind Russen in Russland einmarschiert. Alle Telegram-Kanäle und Brieftauben verbreiten, es gibt keine Panik. Im Kreml herrscht Panik. Die Russen haben jetzt die drittbeste Armee in Russland. Hinter den Russen, aber noch vor den Russen. Russische Faschisten attackieren russische Faschisten, weil die russischen Faschisten die Ukrainer in der Ukraine nicht gut und schnell genug töten. Kannst du dir nicht ausdenken. Aber das zweite war, glaube ich, auch. Tag 485 des Drei-Tage-Krieges. Russland fällt in Russland ein, um Russland von denen zu befreien, die Russland besetzt haben, um Russland zu befreien und zu besetzen in einer Nacht. Mehr Fläche als in den letzten 14 Monaten in der Ukraine. Ja. Das ist schon alles gut gemimt worden. Aber also ich glaube, das ist auch alles noch so ein Verteidigungsmechanismus, dass jedes große geschichtliche Event erstmal zur Lustignummer, ja. Wie sagt man? Weißt du? Weil ja. Also wenn in Moskau plötzlich so ein interner Krieg ist, du willst ja nicht, also die haben ja trotzdem irgendwie 1000 Atombomben oder ja, so. Ja, ich bin ja mir nicht sicher, dass ich Moskau dann gegenseitig selber bombardiere. Nee, da... Das nicht, aber wenn da... Also eine Hälfte ist Wagner, andere Hälfte schießen gegenseitig Atombomben auf sich. Ja, aus den Schützengräben jeweils. Die werfen die rüber. So shoulder-mounted Atombomben. Ja. Nein, aber also so ein destabilisiertes Land, was weiß ich, wenn jetzt irgendwie Putin gestürzt oder ermordet oder sonst was worden wäre, wir hatten dann die roten Knöpfe, weißt du? Das ist schon eine Sache, wo man zumindest mal drüber nachdenken kann. Ja... Auf der anderen Seite, die Front wird weich. Also. Ja, und die Gegner schwächen sich gegenseitig. Ja, aber das war tatsächlich eine der Theorien, die ich hatte, als der Krieg losging. Wie könnte Russland besiegt werden? Ja, klar, also Russen, die merken, die werden verarscht, werden wahrscheinlich ziemlich sauer. Wir alle kennen Dashcam-Videos aus Russland. Ja. Und dann passiert, dass das Land sich verinnert vielleicht. Was ich aber schön finde, viele sagen, Demokratien sind angreifbar, Demokratien können sich selbst zerstören. Wir sehen, bei einer Diktatur kann es auch schnell gehen. Mhm. Viel schneller. Ja, ich glaube, das ist eigentlich schon ein großer Fehler. Weil sich alle gegenseitig belügen und verarschen halt. Na, wenn du eine Autokratie bist und dann aber eine zweite militärische Gruppe hast, die aber so ein bisschen unabhängig sind, dann gibst du ja die Macht so ein bisschen ab. Ich glaube, das ist schon ein grundlegender Fehler. Ja. Ja, und halt plus, dass diese These halt herrscht, dass Putin einfach nicht gesagt kriegt, was tatsächlich los ist und deshalb wahrscheinlich wirklich glaubt, das läuft alles subi spitze. Das wäre witzig, ja. Möglicherweise, man sitzt nicht drin. Ja, dass Putin quasi wie in so Nordkorea-Welt lebt, weißt du? Ja. Die Nordkoreaner denken ja auch, sie haben das heilige Land und draußen ist alles scheiße. Und alles, was für uns gut ist, läuft super. Ja, ja. Aber ich glaube, die Russen wissen, glaube ich, mehr, dass sie verarscht werden als die Nordkoreaner, weil die kriegen ja gar nichts mit. Ja. Das war ja in der DDR damals ganz ähnlich. Ich habe heute noch was Witziges gelesen, dass die USA... die Sanktionen gegen die Wagner-Gruppe erstmal aussetzen, weil sie Angst haben, auf der gleichen Seite wie Putin zu sein. Schwitz, was sind denn das für Sanktionen? Was weiß ich, was sie für Sanktionen hatten, aber Wall Street Journal liest nach. Ich habe nur die Überschrift gelesen und kurz bevor wir angefangen haben und dachte, ich wusste witzig. Gar nicht, dass ein Staat wie die USA dediziert eine Söldnergruppe sanktionieren soll. Ich meine, mit was denn?
Der Typ hat ja. Ihr dürft jetzt nicht mehr mit uns handeln. Ja. Nee, Wagner, aber der Typ Wagner Söldner dürfen nicht mehr in McDonald's. Der Typ hat doch auch irgendwelche Assets haben, irgendwelche. Keine Ahnung. Weiß ich, Auslandshäuser, also, die dann irgendwie eingezogen werden oder was weiß ich. Die schicken denen jetzt schnell seine Yacht, damit sie nicht auf der falschen Seite der History. Ey, Wagner, wenn du jetzt nach Moskau, oder, ja, Jewgeni Prigozhin, wenn du jetzt nach Moskau durchmarschierst, kriegst du deine Yacht wieder. Oh, dann aber los. Argumentativ ausgetrippelt. Na, ich krieg nur mit, dass die Russen halt jetzt richtig die Autobahnen sperren und halt irgendwie Straßen einfach einen Graben durchziehen, damit die irgendwie die stoppen können. Also die Kacke scheint schon richtig am Dampfen zu sein. Leute sollen ihre Häuser nicht verlassen und so weiter. Hm. Feiert sich ganz gut, wenn man weiß, dass Russland gerade in Russland einmarschiert. Ja. Und das ist ja gut, man soll den Tag nicht vor den Abend loben, aber ein kleiner Gewinn für Europa mal wieder. Ja. Das freut mich doch sehr zu hören. Wie gesagt, ich glaube, die Geschichte ist noch nicht vorbei. Also entweder gibt es da jetzt wieder einen Prager Fenstersturz nochmal oder also, wie heißt der Typ, der Wagner-Anführer? Der heißt ja auch irgendwas mit P. Ja, Prigozhin. Prigozhin Fenstersturz. Und dann ist die Sache gegessen. Oder vielleicht ist das jetzt so ganz jeden Tag. Der Präsident heißt auch so ein P. Stimmt, ja. Vielleicht springen die auch Hand in Hand einfach aus dem Fenster. Das wäre für alle, glaube ich, die beste Variante. Ja, ich weiß, es war eine geile Zeit. Hast du eigentlich die The Last of Us-Serie gesehen? Nein. Nein, auch nicht. Aber bei dir ist es nicht so schlimm. Du hast wenigstens das Spiel gespielt. Ich habe es mir extra aufgeschrieben, um Tino zu erinnern, aber Tino ist ja nicht da. Wie viel Zeit läuft, also wenn ich jetzt komplett durchgucken würde, wie viel Zeit wäre das? Ich würde sagen 8 mal 45 Minuten ungefähr. Okay. Plus, minus immer. Okay, also 6 Stunden. Oder? Die erste geht eine Stunde, die letzte geht ein bisschen weniger und okay. So. Ja. Ja, ein klassischer Fall von müsste ich eigentlich mal machen. Mhm. Ergo, mal gucken. Was wir auch eigentlich mal machen müssten, wäre was gegens Klima. Nee, warte gegens mal, gegens Klima. Klima ist vielleicht schlecht formuliert, aber es gibt ja hier so eine Hitzewellengedöns. Mhm. Und die Orcas, die rächen sich jetzt. Echt? Gehen jetzt mit Messern an den Strand und meuteln? Ja. Nee, also alle Mallorca-Besucher, die mit dem Flugzeug gekommen sind, ab. Ja, der Bierkönig ist. Besetzt. Ja, besetzt ist auch, es sind so zwei Wale drin. Nein, Orcas waren diese Woche in aller Munde, denn die haben anormales Verhalten an den Tag gelegt. Okay, wir machen jetzt Backflips. Ein Rumor ist, dass es da einen traumatisierten Orca gibt, der die anderen irgendwie anleitet, weil der ist ja wie Delfine, dass sie relativ clever sind für Tiere. Meinst du, es gibt so einen Orca-Hitler? Ja. Das ist, der organisiert das alles. Gebe ich dem Orca, auch wenn das meines Erachtens nicht viral ist, mal den viralen Hitler, diesen Anführer-Orca, diesen Psycho. Ja, das ist nicht bestätigt. Oder wurde so, der Anführer-Orca in der Kunstakademie abgelehnt, ja? Ja. Okay. Nein, aber es gab mehrere Events diese Woche. Also einmal wurde eine Yacht gerammt von einem Orca, was noch nie passiert ist. Mhm. Also wirklich, also so, nicht so ein Riesending, aber ne? Und dann ruppen die davor. Und dann wurde ein Boat Race in der Nähe von Spanien, wurde auch von ganz vielen Orcas quasi, das ist wie, hast du auch nicht gesehen, aber bei, ich komme gar nicht drauf, Avatar, da kam ja der zweite Teil jetzt raus, mhm, vor einem halben Jahr oder so. Und da gibt es eine ähnliche Szene, so muss man sich das vorstellen, wie die quasi ganz viele so Segelboote und dann sind die Orcas dazwischen und rammen da so rum und, ne? Mhm. Und das ist sehr anormales Verhalten. Das kann damit zusammenhängen, dass das Wasser insgesamt wärmer wird. Ja. Gibt es ja auch andere Tiere, die sich da irgendwie ein bisschen anders verhalten. Aber es gibt auch Leute, die spekulieren, dass die Orcas intelligent genug sind, um zu checken, dass irgendwie der Mensch für Sachen verantwortlich ist, weil ja auch in der Zeit von Corona auf dem Meer weniger los war, mhm, und diese ganzen Riesendampfer und so waren alle weg. Mhm. Und dann sind sie wieder da und das Wasser ist dreckiger oder so. Es könnte sein, dass sie es vielleicht. Ach so, ich dachte, dass die Orcas den Klimawandel verstehen. Das würde bedeuten, dass ein AfD-Wähler intellektuell unter einem Orca steht. Ja, auch möglich. Das will ich im Übrigen nicht gesagt haben. Das ist eine demokratisch legitimierte Partei. Ja. Noch. Ja. Ja, aber also, ja, jetzt sind wir wieder bei AfD. Tino freut sich, aber also zumindest. Ich bin inzwischen auch ein bisschen sauer auf die. Also wenn man AfD wählt, weil man sagt, okay, die haben ein Thema, was ich gut finde. Dann sage ich, okay. Aber wenn man wirklich nur AfD wählt aus Trotzhaltung, da kannst du halt auch die violetten Panther oder was weiß ich wählen. Ja, aber die kriegst du ja nicht ins Parlament. Ja, aber wenn, egal. Müssen wir auch nicht jetzt nochmal auseinandernehmen. Ja. Auf jeden Fall sehr seltsam.
Es könnte auch mit dem El Niño zu tun haben, der diesen Sommer, beziehungsweise ich glaube, das geht dann immer so eine... Einige Jahre, mehrere, glaube ich. Ein Jahr oder so. Also ja, ja, alle 7 Jahre ungefähr passiert das. Aber wenn es passiert, dann bleibt das auch ein paar Monate bis ein Jahr, soweit ich es weiß. Also ein El Niño ist, wenn, ich glaube, das ist nur im Pazifik, das Meer sich sehr viel mehr erhitzt als gewöhnlich. Wie gesagt, alle 7 Jahre passiert das. Und die Schwelle ist, glaube ich, ab 2 Grad plus, spricht man davon. Also ein bisschen Schwankung ist ja eh. Ja. Aber alle 7 Jahre ist halt viel Schwankung. Und jetzt gibt es eine Prognose, ich hatte das irgendwo aufgeschrieben, dass es dieses Jahr bei, also die 3 übersteigt. Wir hatten zum Beispiel einen El Niño 2015, da gab es quasi 2,6 Grad plus im Pazifik. Ja. 1997 gab es 2,4 und dieses Jahr soll es bis 3,2 im November sein. Da gibt es ja auch so eine schöne Hochrechnung. Und daraus resultiert dann, also das ist jetzt nicht der unbedingt... Der Tweet kommentiert das mit Wow. Ja, aber das ist ein Wissenschaftler, der darf das. Okay, ja. Also 3 Grad plus bei Oktober, also im Oktober 3,2 ab November. Das heißt nicht absolut direkt, dass es dann dieses Jahr viel wärmer ist. Aber dieses wärmere Wasser sorgt dafür, dass extremere Wetter passieren, also Tornados und sowas, also, sind dann viel wahrscheinlicher. Man muss es so einordnen, das heißt ja immer, was sind schon 3,2 Grad, aber man muss die Masse der Energie, die man braucht, um so viel Wasser, um so viel zu erhitzen, sich anschauen. Ja. Und heilige Scheiße, und vor allem kriegt die da mal wieder raus. Der El Niño. Ja, das wird alles nochmal witzig. Das australische Büro der Meteorologie hat das hier mal... hochgerechnet. So. Das kann natürlich, das ist ja der Durchschnitt, der da, ne? Es könnte sogar noch höher sein. Und wenn uns die Vergangenheit was gezeigt hat, dann... Ist, dass es immer höher ist. Es ist immer höher. Alle IPCC-Berichte immer Worst-Case-Szenario. So ein paar Jahre später, fuck, das war gar nicht Worst-Case. Ja. Und Bolsonaro hat einen Prozess jetzt begonnen gegen ihn, aber... Also ich wollte nur mal erwähnen, weil das hat mir Wachsel auch noch geschickt und schön. Ja, Wachsel habe ich die Woche nämlich getroffen, bei einem Konzert von Traumfresser. Habe ich geguckt. Weißt du? Einen Stream habe ich geguckt. Habe ich Outdoor-Stream gemacht und ich fand, also ich weiß nicht, wie fandest du das beim Live-Zuschauen? Der war, also der Sound war okay, oder? Weil die Leute haben so gesagt, oh, ich verstehe den Sänger eigentlich gar nicht. Und ja gut, ich kenne ja die Texte. Aber also ich habe es mir halt im VOD angeguckt und finde es voll in Ordnung, aber es kann ja sein, dass es, wenn es live ist, irgendwie anders ankommt, weißt du? Und VOD ist dann wirklich jede Information ordentlich da, oder weiß ich nicht, wie das funktioniert. Aber die vor Ort, wie fanden die es? Die fanden es ganz gut, ja. Aber es waren, glaube ich, auch viele dabei, die diesen komischen Sänger da kannten. Ich weiß nicht, wer das sein soll. Keine Ahnung. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ist das Erfurt? Kann sein. Tino war leider nicht da, der hat es nicht geschafft. Echt? Schade. Nee. Das wäre doch seine Musik, oder nicht? Nee, ich glaube nicht. Okay. Ich finde das... Ist also Linksrock. Wie viel Zeit haben wir noch? Ich glaube nicht so viel, aber ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Klasse. Dann gehen wir kurz in den Computerraum. Ja. Computer? Erzähl dir mal kurz einen Schwank. Erzähl mir einen Witz. Ich habe tatsächlich die Woche eine ziemlich coole Erfahrung gemacht. Ja. Und zwar, eins der besten Gefühle im Leben, die es gibt, ist einen Sinn wieder zu erlangen. Wenn man zum Beispiel lange nicht sehen konnte, dann wieder sieht. Ah. Oder in meinem Fall, wenn man lange, tatsächlich ohne es zu merken, leicht schwerhörig war. Oh. Ich hatte schon seit einer ganzen Weile, ich war vor einem Jahr zum Beispiel im Freibad und bis dahin hattest du Wasser jetzt im Ohr oder was? Ich hatte Wasser im Ohr und ich habe es nicht mehr rausbekommen. Aha. Und das hat tagelang gedauert, bis es wieder raus war. Und ich dachte schon, hey, habe ich irgendwie eine Chlorallergie oder so oder eine Wasserallergie? Ich weiß nicht, ob es das gibt. Und mir schwillen die Gehörgänge zu. So, und dann das, ja, drauf immer wieder beim Duschen so zu und ich so, fuck, ey, was ist denn los? Kann ich jetzt nicht mehr unter Wasser? Ist mein Trommelfell irgendwie im Eimer? Bis ich dieses Jahr, weil es jetzt vor letzte Woche im Freibad war, mit Surfing tatsächlich, das war ein Hallenbad, was erzähl ich für eine Scheiße? Und dann war endgültig ciao. Also auf dem Ohr war, ich konnte Sprachnachricht komplett laut am Ohr, da habe ich so ein bisschen gehört. Ekelhaft. Und zwar komplett zu. Ich habe mich dann auch teilweise so im Liegen ein bisschen wie es geguckt. Ich konnte mich nicht auf das rechte Ohr legen, weil mein linkes einfach zu war, so. Da ich, okay, komm, jetzt reicht's. Jetzt gehe ich zum fucking HNO. So. Und der sagt so, okay, sie hören nichts. Sie denken, das ist zugeschwollen, weil sie eine Allergie haben. Okay, setzen Sie sich mal hin. Ich guck mal in ihr, zeigen Sie mir mal erstmal das Ohr, wo Sie hören. Er guckt rein. Ah ja, ich sehe schon, warum Sie Ihre Freude nicht hören können. Und steckt mir so einen Mini-Staubsauger ins Ohr und es macht so.
Und hol da so eine Rosine raus. Eine echte Rosine? Nein. Aber Ohrenschmalzschmand. Sozusagen, also so Größenordnung Rosine tatsächlich. Mhm. Das Geräusch war dieses, kennst du das Geräusch, wenn man so ein AUX-Kabel einsteckt, während die Box halt schon angeschlossen ist? Mhm. Dieses Knistern war das. Und dann plötzlich fühlt sich so an, als hättest du so ein Lüftchen, das in dein Ohr weht und alles ist plötzlich klarer. Mhm. Und das hat er dann nochmal beim richtig zuen Ohr gemacht. Da hat er ja so 1,5 Rosinen, glaube ich, rausgeholt. Gott, oh Gott. Und dann Alter so, Alter, ich nehme Höhen wieder wahr. Es war so toll. Ich hatte so tagelang so ein richtiges High. In dem Sinne, Leute, wenn ihr mal irgendwie Zeit habt und Bock und krankenversichert seid, geht mal zum HNO. Der meinte zu mir, das sollte man einmal im Jahr machen tatsächlich. Mhm. Bestenfalls habt ihr eine Rosine im Ohr und wisst es nicht. Und könnt dadurch wieder richtig gut hören. Also ich bin ja eh relativ oft beim HNO wegen meiner N. Ah, wegen deiner N, ja. Dich betrifft eher die N. Mich betrifft die N. Einmal hat er mir da auch was rausgeholt, aber es war keine Rosine, es war halt ein bisschen so. Okay. Aber ich hatte das auch mal krankheitsbedingt 2 Wochen, wo ich wirklich so hier gemacht habe. Ja, das hasse ich. Und habe so krassen Unterschied. Also ich habe das sowieso schon, ich glaube, mein linkes Ohr ist halt so ein bisschen Festival und Konzert erprobt. Ah. Wenn ich sehr laute Musik höre, zieht es halt auch, als hätte ich Wasser drin. Aber an sich funktioniert es gut. Guck mal, lass dir wirklich mal, ich zeig auf dein Gesicht. Ja. Guck mal wirklich, ob du da eine Rosine drin hast. Das ist doch total krass. Der guckt mir jedes Mal rein. Das, also. Okay, dass man einfach nicht weiß, dass man schwer hört. Und das Problem ist halt, in 2 Minuten zu lösen. Hm. Und die Krankenkasse zahlt halt. Und der Typ hat auch gesagt, ja, mach das auf jeden Fall einmal im Jahr. Wärst du jetzt in irgendeinem, weiß ich nicht, der hat irgendein Land gesagt, wärst du da jetzt, dann müsstest du 200 Euro dafür bezahlen. Hm. Hat er dir nicht vorher mit so einem Wasser da reingespritzt? Nö. Okay. Er ist ja direkt mit so einem Staubsauger ran. Okay, weil das hat er bei mir gemacht mal. Aber wie gesagt, das war nicht so. Vielleicht wäre es eine Rosine gewesen, aber sein Dampfstrahler hat mir das schon vorher schon zerballert. Ja, und seitdem ich jetzt duschen gehe, das Wasser, das läuft einfach wieder aus meinem Ohr raus und dann ist wieder frei. Hammer. Kann ich gar nicht mehr. Hättest du mal einen Neoprenanzug gehabt, da wäre gar nicht erst Wasser reingelaufen. Ja, aber dann hätte ich immer noch eine Rosine drin. Das stimmt. Ja. Ja, jetzt stell dir mal vor, wie das mit Riechen und Schmecken wäre, du. Ja, das meine ich. Ich glaube, da hört es am ehesten das ein bisschen noch ein. Ja. Wobei Hören sehen, glaube ich, das Wichtigste ist. Absolut. Also wenn ich Riechen ist das Unwichtigste, dann Schmecken, wobei das halt leider zusammenhängt. Dann Hören, wobei Fühlen eigentlich auch unwichtig ist, aber ich glaube, wenn man es nicht Haptisch, hat, vermisst man es schon sehr. Und Sehen ist ja wohl mit Abstand das Wichtigste. Ja, das ist die Breitbandverbindung ins Gehirn, sagt man immer. Die Datenautobahn. Guck mal, das ist, wenn man sich am Ende nochmal auf den Anfang bezieht, dann ist das total toll, weil wir haben am Anfang von der Datenautobahn gesprochen. Da fühlen sich die Leute richtig abgeholt und wohlig in Empfang genommen. In dem Sinne, wascht euch die Ohren. Ja, auch, aber wir müssen der Woche noch eine Zahl geben. Ach, ich hatte doch gerade noch was ich sagen wollte. Ach so, genau, und das ist, wenn man emotional sich mal wieder fühlt, das ist ja auch wieder so ein Sinn, den man hat. Ja. Das ist dann wie verliebt sein. Ja. Nur, dass ich so einen Scheiß nicht mache. Aber hören, das mache ich. Und das macht ihr. Gerade uns. Und jetzt hört ihr, was wir der Woche für eine Zahl geben. Schon du wirst 8,5? Nee, mein Guter, also das ist ganz großer Käse. Oh Gott. Nee, also als ich aus der Dusche kam, ich krieg dich da nicht auf meine Seite, aber ich habe tatsächlich rein von der Anzahl an Themen, die für sich genommen eine 8 wären, würde sich für mich... Ich krieg dich nicht auf eine 10, ich weiß das. Aber ich wollte es nur mal im Raum haben, weil diese Woche hatte echt viele Sachen. Ja, aber... Ja, dachte ich mir, dass jetzt ja kommt. Wir machen keine 10, wir haben auch keinen dritten Weltkrieg. Und ich muss Dritter auch sagen... Weltkrieg, ich muss aber auch nur sagen, in Russland. Ich muss sagen, Christchurch war eine 9. Ja, das stimmt. Hey, wie viele sind bei Christchurch gestorben? Nicht so viele wie bei dem Flüchtlingsboot. So nämlich. Ja. Aber wenn Dritter Weltkrieg nur in Russland ausbricht, da wäre ich bereit, auf eine 10 zu gehen. Aber das ist ja jetzt... Wofür steht das Welt in Weltkrieg? Naja, Russland ist groß. Draußen ist groß wie ich selber. Und bei den ersten beiden Weltkriegen, da gab es auch nicht jedes Land, was sich beteiligt hat. Finde ich eigentlich ein bisschen unfair. Stimmt. Müssten wir jetzt eigentlich mal Rückspiel machen und dann nur die Länder, die sich bei den Weltkriegen rausgehalten haben. Stimmt. Also wenn man jetzt die Entfernung der Länder in Winkel sieht, wie groß muss dieser Winkel sein, damit von einem Weltkrieg die Rede sein kann? Was? Also du meinst, die Welt hat 360 Grad? Sozusagen, ja. Und die Länder müssen die Welt ja umspannen, damit es ein Weltkrieg ist. Das ist ja lokal. Ja. Wie groß muss das sein?
Naja, 181 Grad, oder nicht? Mindestens. Okay. Eine Mehrheit. Na Moment mal, dann sind es ja wieder 179. Wieso? Ach, du meinst, ah, okay. Innerhalb dieses Winkels, ah, okay, ich hab's verstanden. Das heißt, Wenn fünf Länder bekriegen, das ist uninteressant. Das ist kein wenn Weltkrieg. fünf Länder bekriegen und die lokal beieinander sind, da ist kein Weltkrieg. Aber ich finde, wenn Russland gegen sich selber kämpft, Das wäre schon witzig. wenn es dann, die machen dann ihr Russland eigenen. ist halt eh, also in der Länge können es auch die 180 Grad umspannen. Ja. Einer der Memes, die ich auch witzig fand, dass Putin allen Antrag gestellt hat, dass Russland in die NATO kommt. Ja, das Auch war, sehr glaube ich, memmig. Postillon, oder? Nee, Ich klar, weiß glaube. ich gerade gar nicht. Historisch übrigens nicht ganz unkorrekt. Ich glaube, vor einigen vielen Jahren gab es tatsächlich mal Interesse. Aber ich glaube, das ist bei mündlich geblieben und wurde dann nicht verschärft, Na, zum dass Glück haben Russland die in die in NATO. Freital gesagt, raus aus der NATO. Hätte für uns, glaube ich, nicht so viele Vorteile. Ja, für uns hat es auch nicht Vorteil, dass jetzt der Podcast zu Ende ist. Mach mal Dann neun müssen die. fünf und Was? mach mal neun vier und Also 9 Maximum. Und guck mal, ich wäre bei 8,5, weil die Leute sind ja nur zerquetscht worden. Wir haben nicht mal Footage davon. Sie wurden nicht gerettet, aber wir haben auch keine Footage von zerquetscht werden. ich glaube, du findest die Wagner-Sache auch nicht so cool, weil du nicht so krass into Ukraine-Welt Naja, bist, ne? nee, das Ding ist, dass die Wagner-Sache ja heute entschärft wurde auch. Also wenn jetzt gerade wirklich in Russland Konflikt wäre, würde ich mindestens auf 9,5 gehen. Also wenn sie in Moskau wären, dann. Ja, auf Okay, jeden Fall. dann verstehe ich deins. Dann machen wir eine glatte 9. Von mir aus. War mal der hässliche Weil du es 8,9. bist. Komm, Nee, das. nee, Nee, weil du es bist. nee. Jetzt stell dir mal vor, die finden so eine SD-Karte auf dem Grund der Titanic jetzt, in ein paar Monaten bei der Suchung. Und da ist ja noch so Handy-Videos von Oh den mein Leuten. Gott, ich glaube, das Schiff implodiert. Das wäre schon wieder richtig gut. Papa, Papa, komm vom Klo runter. Nee, ich glaube, das war wirklich. Das haben die gar nicht gemerkt. Meinst nicht, dass das die 100 Meter davor schon mal geknistert hat oder so? Ja, aber das gehört ja zum Thrill. Na Zum gut. Thrill. Der Kapitän hat gesagt, ja, hat beim letzten Mal auch schon immer geknistert. Das ist schon okay. Na Vor gut. allem, hätten die irgendein Signal bekommen, dass da was schief läuft, wären die sofort wieder hoch. Oder vor allem, wenn das so implodiert, dass das Metall kaputt geht, dann muss doch vorher das Glas, selbst wenn das Panzerglas ist, muss es doch irgendwie weniger stark sein als das Metall, oder? Ich Da glaube, muss ja das als Ding ist, erstes mal so ein dass. Riss in das Panzerglas, Ich glaube Bullauge. eher, dass die Fläche, dass das Glas eine geringere Fläche hat und dadurch vielleicht Ja, stabiler okay. ist. Und dass die lange Seite des Bootes eher die ist, die diesen Druck ausgesetzt ist. Ja, möglich. Überleg dir das mal, Alter. 1500 Meter Wasser über dir. Ist schon hart. Ja, wenn du jetzt hochguckst. Ist viel. Das sind 15 Das ist, Fußballfelder. wenn ich senkrecht zu meiner Oma laufe von meiner Mutti und die Hälfte wieder zurück. Jetzt habe ich mich quasi gedoxt. Und das in Wasser. Ja. Zum Abschluss bleibt zu sagen, wenn die da jetzt implodiert sind, ist vor Ort quasi rotes Wasser. Danke, Andreas, für deinen Support. Ja. Gut, tschüss, Leute. Und Wascht euch. wascht eure Ohren beim HNO wirklich. Also es wäre total cool, wenn ich die Menschen jetzt aufwecken könnte und sagen könnte, vielleicht hört ihr ja schwer und wisst es nicht. Wacht auf, ihr Schlafschafe! Aber nicht alle gleichzeitig haben da auch keine HNOs mehr Zeit wiederum. Gut. Tschüss. Mach nicht mehr so viel.